Jetzt, meine Damen und Herren, kommen wir zu einem jungen Mann. Er ist Extrem-Dokumentarfilmer. Er war schon mal hier und hat über seine Touren durch Afrika berichtet. Ich glaube, bei einem Ausschnitt, wo man sehen konnte, wie er irgendwas getrunken hat. Tierblut, glaube ich. Direkt vom Fass sozusagen. Ist hier vorne bei uns jemand in der Sendung nur durch den Filmbeitrag umgekippt. Ja? Es geht ihm aber wieder gut. Und diesmal hat er auch wieder Bilder dabei, wo Sie zu Hause vielleicht sagen, hol die Kinder aus dem Bett, es gibt was zu sehen. Meine Damen und Herren, bitte begrüßen Sie Richard Gress. Herzlich willkommen. Vielen Dank. So, ja, beim letzten Mal, das war ja nicht für jeden was, nichts für zarte Gemüter. Du bist das war eklig, ja. Ja. Und, ja, das ist aber die Möglichkeit, die Leute tatsächlich vom Fernseher dann festzuhalten, dass sie ja nicht mehr umschalten. Möglichst eklig, dann kippen sie vom Stuhl und dann kommen sie nicht mehr an die Fernseher. Du machst es aber im Wesentlichen, um sozusagen das Leben der Naturvölker zu dokumentieren, mit dem du unterwegs bist. Du bist Extremreisender. Wie würdest du deinen Beruf bezeichnen? Ich bin Abenteurer von Beruf. Also Abenteurer von Beruf. Okay. Ja, genau. So, du bist unterwegs in der Welt, triffst dich mit Naturvölkern. Mit Naturvölkern und mit Tieren. Und lebst mit denen zusammen für eine Weile auch. Ja, ich versuche mich zu integrieren bei verschiedenen Naturvölkern. Ich versuch ganz entlegene Winkel der Erde noch zu bereisen, wo es noch ganz ursprünglich ist. Also die echte. Das kann man ja wahrscheinlich nicht im Internet oder im Reisebüro buchen. Das fährst du dann einfach dahin und dann gehst du einfach so lange, bis irgendein Hutzelzwerg aus dem Busch kommt und sagt, hier, kannst mitmachen bei uns? Ja, ungefähr so läuft das. Ja. Ich lauf los und zwar fernab von jeder Straße und dann irgendwann in Stammesgebiete rein und sagt dann, hallo, hier bin ich. Und dann sagen die? Ja, genau, so läuft es. Okay. So läuft wir schauen uns mal einen kleinen Ausschnitt an. Die Doku Die Wildnis und ich, so heißt die Dokumentationsreihe, die zweite Staffel, startet ab morgen, 4 Folgen, immer dienstags 20.15 Uhr bei Kabel 1. Tut so ein Elefant einem Menschen was? Elefanten reagieren völlig unterschiedlich. Manche werden aggressiv, wenn sie einen Menschen sehen und greifen tatsächlich an. Ja. Andere, die sind an Menschen gewöhnt, beziehungsweise nehmen den Menschen nicht als Gefahr wahr. Okay. Und dann kann es ohne weiteres sein, dass die 5 Meter an einen vorbeilaufen und gar nichts machen. Das war jetzt auch keine so extreme Situation. Es gibt noch schlimmere. Hier war der Termitenhügel einfach die Sicherheit und er konnte mich nicht wirklich über den Haufen rennen. In dem ist ein Elefant schneller als ein Mensch, wenn er Vollgas gibt? Absolut. Ja? Absolut. Er okay. ist immer schneller. Man kann auch keinen Baum hoch, weil der pflückt einen dann runter oder mit dem Rüssel, beziehungsweise kickt den ganzen Baum um. Also Elefanten haben unglaubliches Potenzial und deswegen sind sie auch extrem gefährlich, wenn sie wirklich aggressiv werden. Ganz schön mutig. Nachdem der Elefant dann auf mich zukam, ja. hatte ich keine andere Möglichkeit mehr. Ich musste da bleiben. Der Elefant ist es normalerweise gewohnt, dass alle Tiere, auch Menschen, natürlich davonrennen. Und ich habe jetzt das gemacht, was du beim Pokern machst. Ich habe geblufft. Ich habe einfach dadurch, dass ich woher stehen geblieben du wissen, woher willst du das denn wissen? Also du meinst nicht mich, du meinst Mann. Mann, was Mann, was du vor allem ich oft häufig hätte ich jetzt nicht sagen dürfen, oder? Die Tricks. Nein, ich habe geblufft, ich bin stehen geblieben. Ja. Dadurch habe ich den Elefanten, das, was er mit mir gemacht hat, mich zu erschrecken, ist dann bei ihm passiert. Er ist erschrocken, weil normalerweise müsste man wegrennen. Okay. Und dadurch ist er ins Überlegen gekommen, beziehungsweise hat sich eben dann wahrscheinlich gedacht, dass ich gefährlich sein könnte. Ja. Natürlich bin ich nicht gefährlich für den Elefanten, aber in dem Moment
Ja, hat es funktioniert. Und das war die einzige Möglichkeit, da tatsächlich lebend rauszukommen. Ja. Hast du Glück gehabt, wa? Ja. Ja. Bei den Buschmännern, mit denen du dann auf Jagd warst, hast du auch Glück gehabt. Was wurde dort getrunken? Wir hatten am Tag zuvor einen Trance-Tanz. Ein Trance-Tanz, ja. Und zwar wurde da die Nacht durch getanzt und es wurde Hirsebier getrunken. Das ist einfach Hirse mit Mais vermischt, ja, und dann fermentiert, also gären gelassen. Ja. Und wir haben gemeinsam getrunken, nur der Unterschied war, ich vertrage deutlich mehr als sie, denn, ja, die trinken relativ selten. Und, ja, sie wollten uns unbedingt zeigen, was sie für coole Jäger sind. Das Oktoberfest-Phänomen. Ja. Ja, das ist natürlich ziemlich in die Hose gegangen. Ja. Also, ihr habt nichts gefangen? Naja, ja, wie auch. Ja. Also, wer mehr von diesen Geschichten sehen will, kann das ab morgen 20.15 Uhr in Kabel 1. Vielen Dank, dass du da warst. Gerne wieder, wenn du interessante Geschichten am Start hast. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Richard Gress, meine Damen und Herren.